Dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem 2:1 Auswärtssieg des KSC bei Greuther Fürth. Von dieser Stelle auch nochmal Glückwunsch zum Klassenhalt. Christian, dein Fazit heute nach dem Spiel. Ja, vielen Dank. Ja, wir sind alle natürlich sehr, sehr glücklich und ja, können es, glaube ich, auch noch nicht so richtig in Worte fassen oder generell noch gar nicht so richtig fassen, was heute passiert ist. Wir sind denkbar schlecht ins Spiel gekommen. Das hatte so ein bisschen den Anschein wie letzte Woche gegen Bielefeld. Der erste Angriff, direkt ein Gegentor aus dem eigenen Einwurf von uns. Parallel führte Wien Wiesbaden 2:0. Der Club ging 1:0 in Führung. Also es lief so gut wie es geht eigentlich wieder alles gegen uns. Und was dann allerdings passiert ist, ist ein Paradebeispiel dieser Mannschaft für die letzten Wochen. Sie hat nie den Glauben verloren. Sie hat immer versucht, ihr Bestes zu geben, ist immer wieder an ihre Grenzen gegangen und hätte schon früher das 1:1 machen müssen. Ich glaube, es ging dann einigermaßen verdient in die Pause. Die Spielanteile waren zwar klar beim Gegner aus meiner Sicht, aber die klaren Torchancen auf unserer Seite. Und wir haben den Jungs dann in der Halbzeit gesagt, dass es sicherlich kein größeres Fußballwunder heute vonnöten ist, aber wir zunächst mal das zweite Tor machen müssen. Und dann schauen wir auf den anderen Platz, was da passiert. Und es ist der Mannschaft in Person dann auch von Philipp Hofmann, der sicherlich einer der Männer dieser Saison ist, aus meiner Sicht, relativ souverän den Elfmeter reingemacht hat. Und dann war es absolute Mannschaftsleistung. Das, was diese Mannschaft die letzten Wochen auch ja, ausgezeichnet hat und auf die ich in dem Moment unfassbar stolz bin. Und ja, wie sie alles zum Schluss wegverteidigt hat, parallel die Ergebnisse oder das Ergebnis aus Kiel mitbekommen hat, hat natürlich auch nochmal das ein oder andere freigesetzt. Und ja, ich bin ganz ehrlich, mir fehlen nach wie vor ein wenig die Worte. Es sollte an dieser Stelle aber auch mal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Ich ziehe den Hut, lieber Ole, nach Kiel. Liebe Grüße an dich. Es waren keine einfachen Wochen die letzten Tage für dich. Und ja, wir schicken dir ein ganz, ganz großes Dankeschön nach Kiel. Und ja, ich wünsche der Spielvereinigung alles Gute. Freue mich, dass wir uns im nächsten Jahr wiedersehen. Und zu guter Letzt, sie waren die letzten Wochen nicht da, aber doch immer wieder in der Nähe bei uns, an unsere fantastischen Zuschauer nach draußen. Dieser Klassenerhalt ist für euch. Und wir freuen uns darauf, wenn ihr hoffentlich in baldiger Zukunft wieder in was für einer Anzahl auch immer das Stadion von innen sehen dürft. Liebe Grüße und Dankeschön. Vielen Dank. Dann kommen wir noch zu den Fragen der Journalisten, die Sie per WhatsApp eingereicht haben. Ich gehe einfach mal chronologisch durch. Marius Bücher von den BNN möchte wissen, was ging nach 2 Minuten durch den Kopf 0:1 hier und 1:0 für Nürnberg? Ja, das Nürnberg-Ergebnis war gar nicht so sehr im Vordergrund, sondern einfach dieses aus dem Nix wieder zurückzulegen, aus einem eigenen Einwurf. Da werde ich sowieso monsteraggressiv bei sowas. Ich weiß nicht, wie viele Tore wir in diesem Jahr aus solchen Situationen bekommen haben. Eine tolle Flanke, ein Kopfball, der perfekt gesetzt war, glaube ich, nahezu. Und dann schaust du dich erstmal wieder an und da hat die Mannschaft natürlich einige Minuten gebraucht, um generell ins Spiel zu finden. Zweite Frage, wie haben Sie die vergangenen Wochen erlebt? Was hat das mit Ihnen gemacht? Ja, ich bin, glaube ich, immer noch der gleiche glückliche Mensch geblieben wie vorher auch. Ich glaube, wir im Trainerteam haben die Dinge immer wieder sehr vernünftig eingeschätzt. Und sind weder durchgedreht nach oben noch nach unten. Und von dem her kann ich für mich nur sagen, dass ich der gleiche Mensch geblieben bin. Wie werden Sie heute feiern, fragt er. Nils Bohl fragt ähnlich, was machst du heute Abend? Ja, ist ein unglücklicher Wochentag natürlich, dass das ein Sonntag ist. Aber in der heutigen Zeit bringt es sowieso nichts, dass diese großen Feierlichkeiten können in der heutigen Zeit leider nicht stattfinden. Und deswegen werden wir das, glaube ich, in einem vernünftigen Rahmen halten. Wir sind ja auch mit 2 Bussen da. Insofern kann man je nach Musikgeschmack in den einen Bus und in den anderen steigen. Und ich kann nur sagen, dass bei mir deutscher Schlager kommen wird. Christoph Ruf möchte wissen, jetzt wo Planungssicherheit besteht, beginnen ab sofort die Planungen für die kommende Saison oder ist schon Urlaub gebucht? Ich wüsste gar nicht, wo ich hin soll in Urlaub. Also von dem her ist das, glaube ich, auch keine größere Priorität. Ich glaube, wir waren in beide Richtungen so ein Stück weit mit den Planungen für die Relegation auch noch im Hinterkopf natürlich, aber auch wir haben an diesen Moment heute geglaubt. Und man darf es mir nicht verübeln, dass ich an dieser Stelle weder an Urlaub noch an irgendwelche Verträge oder an neue Spieler denke, sondern dieser Moment gehört der Mannschaft, gehört vor allen Dingen auch den fantastischen Mitarbeitern im Verein,
die daheim geblieben sind, und natürlich auch ein großes Dankeschön mal an mein Trainerteam, die jeden Tag mit einem riesen Engagement zu uns kommen und versuchen, das Beste für den Verein rauszuholen. Johannes Wagner blickt noch einmal auf die Anfangsphase vom Spiel zurück. Nach den ersten Minuten, wie sehr musste das Spiel da justiert werden? Ja, dass das nicht ganz einfach ist, wenn du so ins Spiel startest, ähnlich wie letzte Woche, ist ganz klar. Aber die Jungs haben ja gerade vor ein paar Tagen gesehen, wozu sie imstande sind, haben gestern auch nochmal zusammen, zumindest in einer größeren Gruppe, mit genügend Abstand Fußball geschaut. Und da hat man ja auch gesehen, was Werder Bremen angestellt hat. Insofern war klar, dass mit einem Ausgleichstreffer wir wieder back in business sind. Und das haben die Jungs fantastisch gemacht. Und Julian Linder, Neue Welle abschließend, beschreibt dieses Gefühl nach dem Abpfiff über das Warten auf das Ergebnis aus Kiel und dann der Moment der Erlösung. Wie ist das? Ja, das ist nicht nur die letzten Minuten gewesen. Das war so ab dem Zeitpunkt, wo wir in Führung gegangen sind, waren es extrem lange Minuten. Und dazu ist dann auch völlig normal, dass es mal aus anderen Stadien falsche Ergebnisse gibt. Auf einmal stand es 3-1 in Kiel, dabei ist es 2-1 gar nicht gefallen gewesen. Da waren schon einige vernebelt hinter mir. Und ja, ich glaube, die ganzen letzten Wochen waren geprägt von einem enormen mannschaftlichen Verbund, von einer enormen mannschaftlichen Geschlossenheit. Und ich kann es nur noch mal am Ende betonen, das ist der KSC. Und genau diesen Weg muss der KSC in den nächsten Jahren wieder gehen, um ein dauerhaftes Mitglied in der zweithöchsten Klasse in Deutschland zu werden.